Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema bedingte Wahrscheinlichkeit. Während wir in den bisherigen Videos uns Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten angeschaut haben, wo es immer um ein einzelnes Ereignis ging, schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn es um den Zusammenhang von zwei Ereignissen geht, also um die Kopplung dieser Ereignisse und was uns das Eintreten eines Ereignisses über das andere Ereignis sagt. Als erstes Beispiel schauen wir uns wieder das zweitlangweiligste Zufallsexperiment überhaupt an, den Würfelwurf. Wieder, weil wir das besonders leicht verstehen und da schon vorher wissen, was rauskommt, noch bevor wir die Rechenregel überhaupt kennengelernt haben und können uns daran klar machen, dass diese Rechenregel auch wirklich plausibel ist, bevor wir sie dann in nachfolgenden Videos für spannendere Fragestellungen einsetzen. Also hier geht es jetzt um zwei Ereignisse. Einmal das Ereignis A, dass eine Augenzahl 6 gewürfelt wird. Bei einem fairen Würfel hat das die Wahrscheinlichkeit P von A gleich 1 Sechstel. Und das zweite Ereignis ist das Ereignis B, eine gerade Augenzahl zu würfeln, was dann die Wahrscheinlichkeit 1 halb oder 3 Sechstel hat, weil es 3 gerade bei 6 möglichen Zahlen gibt. Und die Fragestellung ist jetzt, wie ändert sich unsere Wahrscheinlichkeitseinschätzung für die Augenzahl 6, wenn wir wissen, dass eine gerade Augenzahl gewürfelt wurde? Wir können uns also vorstellen, wir haben den Würfelbecher genommen, haben gewürfelt, haben aber selber noch nicht drunter geschaut, aber jemand anders hat drunter geschaut und hat gesagt, also ich kann dir sagen, es ist eine gerade Augenzahl. Ja, wie kann ich dann meine Wahrscheinlichkeitseinschätzung aktualisieren? Die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht mehr 1 Sechstel, sondern es kann dann nur noch eine von 3 möglichen Zahlen sein. Also 6 ist eine gerade Augenzahl und davon gibt es insgesamt 3, 2, 4 und 6. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit also von 1 Sechstel auf 1 Drittel gestiegen durch diese Zusatzinformation. Wie können wir das uns jetzt anhand unserer Mengendiagramme für als allgemeine Rechenregel klar machen? Startpunkt ist wieder dieses Rechteck, die Menge gesamt Omega, unser gesamter Ergebnisraum, der die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Ja, also P von Omega ist gleich 1. Und wir sind interessiert daran, dass ein bestimmtes Ereignis A eintritt. Und solange wir keine weitere Information haben, wissen wir also eben nur, das tritt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit P von A ein. Und das ist also auch dasselbe wie P von A im Verhältnis zu P von Omega. Ja, also wie viel Fläche hat das Ereignis A im Vergleich zu der Gesamtmenge, zu meinem gesamten Ergebnisraum. Und jetzt beobachten wir aber nicht nur das Ereignis A oder interessieren uns nicht nur für das Ereignis A, sondern es gibt noch ein zweites Ereignis B. Und das überlappt auch mit dem Ereignis A. Die können also beide gleichzeitig eintreten hier. Und wenn wir jetzt wissen, dass B eingetreten ist, wie muss sich dann unsere Wahrscheinlichkeitseinschätzung ändern? Ja, wenn dann A auch noch eintreten soll, dann wissen wir, müssen wir in dieser Schnittmenge drin liegen, A und B gleichzeitig. Und dann geht es aber nicht nur um die Wahrscheinlichkeit, dass beides gleichzeitig eintritt, sondern nur noch im Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit für B. Weil andere Ereignisse kommen ja nicht mehr in Frage. Wir wissen ja bereits, dass B eingetreten ist. Und wenn wir uns das dann aufschreiben, ist das eben auch das Verhältnis von zwei Wahrscheinlichkeiten, nämlich der Wahrscheinlichkeit für A und B gleichzeitig im Verhältnis zu P von B. Und das schreiben wir im Folgenden als P von A gegeben B mit so einem senkrechten Strich. Also gegeben, dass B eingetreten ist. Schauen wir mal, was das für unseren Würfelwurf bedeutet. Die beiden Ereignisse haben wir ja hier stehen. Und es ist auch einfach, die Wahrscheinlichkeit dafür anzugeben, dass A und B gleichzeitig eintreten. Also wenn ich eine 6 würfle, habe ich auch eine gerade Augenzahl gewürfelt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das gemeinsam eintritt, ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit für 6, nämlich 1 Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Augenzahl ist 3 Sechstel und das Verhältnis ist dann 1 Drittel. Das, was wir uns vorher ja auch schon klar gemacht haben, dass dann nur noch eine von 3 möglichen Zahlen, 2, 4, 6, gewürfelt worden sein kann. Also gelesen wird das jetzt, die Wahrscheinlichkeit für eine 6
Gegeben, dass eine gerade Augenzahl gewürfelt wurde, ist ein Drittel. Zusatzbemerkung: Wichtig bei diesen bedingten Wahrscheinlichkeiten ist, es macht einen Unterschied, in welcher Richtung die Bedingung läuft. Geht es um die Bedingung für B gegeben A oder A gegeben B? Im Allgemeinen ist das nicht das Gleiche. Es ist sogar möglich, dass die eine Wahrscheinlichkeit relativ hoch und die andere relativ niedrig ist. Das ist was, was wir intuitiv häufig falsch machen, dass wir diese Richtung der Bedingung verwechseln. Da sind wir Menschen nicht gut drin von Natur aus, sondern das müssen wir üben und dafür helfen uns dann eben auch diese Rechenregeln hier weiter. Schauen wir uns das im konkreten Fall mal an. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, eine gerade Augenzahl zu würfeln, wenn ich weiß, gegeben, dass ich eine 6 gewürfelt habe? Ja, wissen wir, die Wahrscheinlichkeit muss 1 sein. Wenn ich eine 6 gewürfelt habe, habe ich auch eine gerade Augenzahl gewürfelt. Kommt auch heraus, wenn wir unsere Rechenregeln anwenden, die Wahrscheinlichkeit für A und B gleichzeitig ist genauso wie vorher 1/6. Die Wahrscheinlichkeit für A ist auch 1/6 und das Verhältnis davon ist die Wahrscheinlichkeit 1. Passt. Halten wir das also nochmal hier fest. Wenn A und B Teilmengen unseres Ergebnisraums sind und das Ereignis B auch eine positive Wahrscheinlichkeit hat einzutreten, dann kann ich die bedingte Wahrscheinlichkeit für A gegeben B schreiben als P von A und B dividiert durch P von B. Und damit ich hier dividieren kann, muss ich also ein Ereignis haben, das auch eintreten kann. Ja, und wenn das nicht gilt, ist eine andere Möglichkeit, diese Produktformel zu verwenden, also das P von B hier einfach auf die andere Seite zu bringen, zu multiplizieren. Da haben wir da stehen, P von A und B ist dasselbe wie P von A gegeben B mal P von B. Und wenn P von B 0 ist, sind einfach alle drei Wahrscheinlichkeiten in dieser Gleichung 0 und die passt dann auch. Lesen kann ich das dann als die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für A und B ist gleich der bedingten Wahrscheinlichkeit mal die bedingende Wahrscheinlichkeit. Das ist also auch eine Form dieser Formel, die wir in den nachfolgenden Anwendungen noch häufig einsetzen werden.